unglaublichen Dinge, die hier passieren, nicht spurlos an uns vorbeigehen, sondern dass wir unseren Widerstand zeigen. Das ist nötiger denn je, denn das, was Corona gezeigt hat, ist ja einmal mehr diese, also was mich wirklich persönlich erschüttert hat, dass das nicht nur in Deutschland die Menschen knechtet mit hanebüchenen Begründungen, nicht, dass man Wissenschaftler, die von Anfang an gesagt haben, das ist ein Hoax, da spricht nichts dafür, dass da was dran ist, dass man die mundtot macht, und ein paar Gekaufte, die alle mit Gates Millionen in Verbindung stehen, dass man denen das alleinige Sagen gibt, nicht nur in Deutschland, sondern das geht ja von Vladivostok, nicht? Putinland ist genauso mit drin, mit diesem Schnabelwindel-Wahnsinn bis nach Feuerland in Südamerika. Es ist weltumspannend, und das macht, glaube ich, die Sache wirklich gruselig. Und da, denke ich, muss man mal hinschauen, wer da wirklich die Macht in den Händen hält. Und das ist das Positive vielleicht an dieser Krise, dass da so mancher Schleier fällt, der so ein bisschen sichtbarer macht, wie die wirklichen Machtverhältnisse gestrickt sind, denen wir unterworfen sind. Freiheit, jawohl. Freiheit, Mündigkeit und Engagement, nicht? Wo steht, dass wir die Freiheit geschenkt kriegen? Die Freiheit haben sich die Völker in der gesamten Menschheitsgeschichte immer erkämpfen müssen. Und ihr seid sozusagen, wenn schon nicht das Volk, aber wenigstens das Salz, sage ich immer. Ja? Lasst uns aus dem Salz das Volk machen. Ja, im Chinesischen ist ja Krise zusammengesetzt aus zwei Wörtern, nicht? Das wisst ihr, Gefahr und Chance. Und ich versuche mal bei diesen vielen doch sehr grausamen Dingen, denen wir hier ausgesetzt sind, mal so ein bisschen den Blick auf die Chance auch nicht ganz aus dem Blick zu verlieren. Also, dass wir doch die Dinge, die sich hier als Chance bieten, wahrnehmen. Und dazu gehört unbedingt, dass wir hier zusammenstehen, dass wir vielleicht auch im Anschluss noch das eine oder andere Gespräch führen, dass wir uns Gedanken machen, wie man unsere Anliegen, die für alle Menschen gleichermaßen gelten. Wir stehen ja nicht nur für uns hier, wir stehen für alle hier. Wir stehen für die Polizei hier, wir stehen für die Rechte von Ausländern, wir stehen für die Rechte von Afrika, von Indien, von Russland, von Südamerika. Wir stehen für alle Menschen und deren Grundrechte, die mit Füßen und Verachtung getreten werden von denen, die immer nur Geld verdienen mit uns. Freiheit, ja, dankeschön. Man kann sich zunächst ja fragen, was der eigentliche Grund war für diese maßlose Panik, nicht? Also Wodak, der vor 10 Jahren die Europäische Kommission gegen die Schweinegrippe, gegen den Schweinegrippenskandal geleitet hat, ist ja zu dem Ergebnis gekommen, das war vor 10 Jahren schon die mildeste Grippewelle aller Zeiten. Und jetzt lässt man die gleiche Besetzung, nicht? Das ist immer die gleiche Besetzung. Auch bei 9/11 wurde ja niemand von den Verantwortlichen wirklich ausgetauscht. Man lässt die gleiche Besetzung nochmal ran, ja? Nochmal und noch größeren Schäden, und in Deutschland und Europa fragt keiner, dass das die gleichen Konsorten sind, die vor 10 Jahren schon diese Verbrechen begangen haben, die uns Milliarden Steuergelder und dann nochmal Millionen Schadensersatzzahlungen an die Impfschäden verursacht hat. Jawohl. Laut offizieller Zahlen der führenden Institute gab es ja aufgrund der wissenschaftlich höchst umstrittenen und zwischen 20% und 70% fehlerhaften Tests rund 6 Millionen Corona-Infektionen. Und mit diesen ganzen manipulierten Zählweisen, nicht, wo jeder Verkehrstote im Prinzip mit dem positiven Corona-Test als Corona-Test-Toter geführt wurde, unter kräftigen Bonuszahlungen, wie Augenzeugen berichten, für diese gefälschten Sterbeurkunden, gibt es also 5% davon, weltweit rund 350.000 Corona-Tote. Und wenn es um die Menschen geht, wenn es wirklich um die Menschen gehen würde, warum kräht dann kein Hahn danach nach den 9 Millionen Menschen, nicht 350.000 gefälschte Corona-Tote, sondern 9 Millionen Menschen, die jedes Jahr an Hunger sterben. Kein Hahn kräht danach.
Kein Hahn verschreibt unseren Politikern die überfälligen Schnabelwinde, dass sie sich mal endlich um die richtigen Dinge kümmern und nicht um das, was der Mafia von den Pharmaindustrien bringt und dem Bill Gates, der 10 Minuten in den Tagesthemen kostenlos seine Werbung durchziehen darf. Der Unterschied zwischen den 9 Millionen Hungertoten und den 350 Corona-Toten, das ist rund der Faktor 30. Ich habe das letzte Mal schon kurz angedeutet, dass in Amerika mal jemand gezählt hat, wie oft mit Covid-19 Panik getrieben wurde. Da sind in den amerikanischen Medien allein 2,1 Milliarden Mal dieser Begriff gefallen. Wie wäre es denn mit dem 30-fachen mal über den Hunger zu sprechen in der Welt und eine richtige Politik zu machen, um das abzustellen? Okay, weil wir aus der Mitte filmen, bitte. Das haben wir Ihnen schon mal gesagt. Ich habe Sie nicht gesehen. Wir haben schon mal es Ihnen einmal gesagt, bitte nicht machen. Bill Gates hat die Frechheit, sich in Amerika vor die Medien zu stellen und auf die Frage zu antworten, ja, was hat er denn da jetzt nur getan, um die Welt von der großen Geißel Covid-19 zu befreien? Ja, er hat 10 Milliarden in Impfstoffe investiert. Und was erwartete er sich für seine Rendite? Ist es auch nicht so schade, das 20-fache davon an Rendite zu erwarten. Das heißt, Bill Gates, 200 Milliarden reicher. Da möchte ich mal wissen, was dann noch übrig ist von unserem Widerstandsrecht. Was mir ehrlich gesagt so ein bisschen Angst macht, ist, dass wenn sozusagen mit nichts an den wirklichen Problemen dieser Welt vorbei, an überhaupt nichts weltweit diese schwachsinnigen Maßnahmen durchgesetzt werden können, wo Menschen in Indien und in Afrika mit Stöcken geschlagen werden, wenn sie die Schnabelwindel nicht aufhaben, wo sozusagen in Deutschland nicht die, ich sag immer, zu Zeiten des Nationalsozialismus haben die Leute das Hakenkreuz auch nicht getragen, weil sie alle überzeugte Nationalsozialisten waren, sondern weil es einfach verordnet wurde, nicht? Diese Verordnerei mit Dingen, die sollte uns an dunkle Zeiten erinnern. Der Bill Gates ist sich ja auch nicht zu schade anzudeuten, dass das ja alles anscheinend nur der Probelauf war. Das heißt, wir sollen uns vorbereiten auf eine zweite Welle. Wenn jetzt schon nicht gefragt werden darf, was da wirklich passiert ist in Wuhan, nicht? Wo mit amerikanischen Institutsgeldern an Gain of Function geforscht wurde. Wisst ihr, was das ist? Gain of Function ist die Forschung, wie man aus Viren noch sterblichere und grausamere Waffen machen kann. Wie man Viren sozusagen noch letaler machen kann, dass sie schädlicher werden. Dafür werden amerikanische Institutsgelder in Wuhan verwendet. Und wer da sich näher informieren möchte, dem kann ich Amazing Sally empfehlen, die wirklich mehrfach gesicherte Daten da hat und diese ganzen Dinge belegt. Und was mir so ein bisschen Angst macht, ist, wenn Bill Gates sich schon hinstellt und sagt, da kommt eine zweite Welle, wer schützt uns dann bitte vor dem nächsten Biowaffenangriff bei dieser Wahrheitsliebe von weltweiten Verordnungen und einer Handhabe von nichts und wieder nichts, was die Welt so lahmlegen sollte. Also wir sollten langsam denen auf die Finger hauen, die wiederholt die Verantwortung von sich weisen und immer nur Unglück über die Welt bringen, nicht? Also ich denke mal nur daran, dass weder bei der Schweinegrippe irgendeine Verantwortung eingefordert wurde. Also wir haben den gleichen Drosten, der damals schon Panik geschürt hat. Nicht jeder weiß, wie straflos man ausgeht, wenn man in irgendeinem Konzert sitzt und Feuer ruft. Ja, natürlich ist das mit Strafe belegt. Und im Millionenmaßstab über die ganze Welt kann grenzenlos Panik verursacht werden mit nichts und wieder nichts und immer mehr Wissenschaftler publizieren das. Da kann es, glaube ich, immer weniger Zweifel geben. Und trotzdem geht das alles straflos aus. An 9/11 ist bis heute nicht geklärt, warum 15 Monate lang keine Spurensicherung, keine Bestandsaufnahmen, wie das nach jedem Attentat, was so
erstmal Fragen aufwirft, einfach Standard ist. Und in 9/11 werden die einfachsten Fragen 9 Monate lang nicht gestellt. Und die Medien sind voll mit dabei. Und nie kommt aus der Richtung auch nur eine einzige vernünftige Frage. Das heißt, wenn wir wissen wollen, wer war denn verantwortlich, als man während des Vietnamkriegs, nicht mit, mit dem Anschlag in der Bucht auf Tonkin, dass Denis Leganza historisch zweifelsfrei nachgewiesen hat, dass das ein False Flag war. Niemand hat jemals nach den Verantwortlichen gefragt. Wer kann denn 4 Millionen tote Vietnamesen verantworten, ohne die Frage zu stellen, ja, wer ist denn für diesen False Flag verantwortlich? Und immer sind es die Medien, die da volle Kante dafür sorgen, dass das durchgedrückt wird und nie auch nur den Hauch einer Verantwortung übernehmen. Es ist eine Granatenunverschämtheit, dass wir uns immer wieder beschimpfen lassen müssen als Dummköpfe, Spinner und Verschwörungstheoretiker, nur weil wir die einfachsten Fragen stellen. Alex Jones hat vor 20 Jahren 9/11 schon vorausgesagt und ich verfolge ihn regelmäßig und habe ihn noch nie irgendeine Falschmeldung nicht korrigieren sehen. Also das ist, natürlich muss da jeder seine Informationsquellen suchen und ich schaue auch nicht nur Alex Jones, aber Alex Jones hat gesagt, dass der 700-fache Kinderschänder Jeffrey Epstein, der im Council for Foreign Relations 20 Jahre lang mit in der Präsidentenschmiede drin saß und von Bill Gates besucht wurde in allen seinen monströs teuren Häusern auf der ganzen Welt, wo viel mehr Bindungen bestehen zwischen den beiden. Es gibt ja Fotos ohne Ende und viele sagen, Jeffrey Epstein, dieser 700-fache Kinderschänder, ist finanziert worden von Bill Gates, damit er insbesondere diese ganzen gekauften Wissenschaftler kompromittiert mit den wirklich schwarzen Dingen, über die man noch nicht einmal reden kann und die man in Amerika, die Medien sagen, you will learn through us, was da dran ist an, Müller-E-Mails und diesen Wiener-Laptop und diesen ganzen Inhalten, die sie selbst die hartgesottensten Investigativen, also von der Regierung bestellten Commissioners, die also da sich das nur in ganz kleinen Dosen anschauen kann. Und immer wieder stehen unsere Medien, die uns verunglimpfen, davor und lassen jede unabhängige Untersuchung, wie zu 9/11, wie zu den ganzen historischen Verbrechen, die völlig unzweideutig belegt sind, immer wieder stehen die Medien dazwischen und verhindern jede Untersuchung. Also da sollten wir uns langsam mal überlegen, ob die wirklich noch unsere Aufmerksamkeit wert sind und ob uns das noch so unter die Haut gehen müssen, wenn wir aus dieser Richtung immer nur beschimpft werden. Aus meiner Sicht ist das eine hochkriminelle Vereinigung, die die allerhöchste Zeit ist, da mal in die Verantwortung genommen zu werden für die Verbrechen, die ständig aus dieser Seite über die ganze Welt ergehen. Dankeschön.